Habe die Ehre, wenn du Coach bist oder Helfer oder eine Person, die gerne anderen hilft und sich dabei wirklich wohlfühlt und sich dabei ja, erfüllt fühlt, dann kennst du sicherlich auch dieses Gefühl des Zweifels, dass du die Fähigkeiten oder die Erkenntnisse, die du und das Gelernte, was du an dir angewendet hast, was dir geholfen hat, dass du nicht sicher bist, ob das bei anderen geht. Dass du auch nicht weißt, ob du als Coach aktiv sein darfst und dich Coach nennen darfst, weil du kein Diplom hast, nicht die Ausbildung hast, weil du einfach ja, kein Zeugnis vorweisen kannst, wie du es sonst in deinem Leben immer gewohnt bist, dass du eigentlich nur für was qualifiziert bist, für was du dich auch ausweisen kannst. Dann kann ich dir hiermit sagen oder darf ich dir sagen, dass du wirklich von Bedeutung bist für diese Welt, wenn du ein Helfer bist, ein Begleiter und einen Beitrag leisten willst, dass diese Welt besser wird, dass diese Welt heiler wird, so wie es Michael Jackson in einem Lied festgehalten hat, auf Deutsch heile die Welt, heal the world, was ich als super Inspiration auch finde, dass, ja, dass es nicht genug Leute geben kann, die ihren Teil leisten dazu, dass es sich verbessert, dass die Leute einfach gesünder werden, nicht nur aus körperlicher Sicht, sondern auch geistiger, mentaler, emotioneller Sicht. Und da ja, kann ich dich nur ermutigen, dass du es auch schaffst. Was für mich zwei, drei Gründe sind, die oder beziehungsweise Grundlagen, warum es wichtig ist und warum es von Bedeutung ist, dass du als Coach aktiv wirst, dass du als Begleiter aktiv wirst, dass du die Leute inspirierst, dass du den Leuten hilfst. Ist, dass du auf jeden Fall die Liebe in dir trägst, die Liebe zu dir selbst, zu deinen Mitmenschen, dass du auf natürliche Weise das Ganze machst und aus Respekt dir gegenüber, den anderen gegenüber, deiner Umwelt zuliebe, nicht nur jetzt aus geologischer Sicht, sondern auch generell deine Umwelt ja, verbessern willst, inspirieren willst mit deinem Auftreten, mit deinem, ja, herzensguten Dasein, die Menschen ja, in deinen Bann ziehen willst und ihnen eben diese Aufrichtigkeit, diese Liebe ihnen auch mitteilen willst. Das ist, glaube ich, für mich das Allerwichtigste, dass du es aus dem Herzen raus machst und dass du ja, das Ganze ehrlich und aufrichtig eben auch weiterverbreitest. Das, was du den Leuten nennen mitteilen willst. Das zweite ist die Wertschätzung. Ich bin ja so ein kleiner Freak, was das die deutschen Wörter angeht. Also ich teile das gerne wieder ein in den Bestandteil Wert. Wert in dem Sinn, dass ich einen Selbstwert habe, dass ich meinen Selbstwert erkannt habe, dass ich weiß, dass ich anderen Menschen helfen will, dass ich da auch investiert rein, dass ich rein investiere, nicht nur in andere, sondern auch in mich. Und speziell in mich und diese Zeit, dieses Geld, das du auch schon in dich sicherlich investiert hast, um irgendwas zu ändern an dir, um Dinge besser zu machen, um dir deinen Traum zu erfüllen, was auch immer. Und du diese Zeit, speziell diese Zeitinvestition, und das ist für mich auch einer der wichtigsten Gründe und für dich sicherlich auch, sonst würdest du das Video nicht bis hierher anschauen, wenn du dich in dich immer wieder Zeit investierst und dich weiterentwickeln willst, dich weiter verbessern willst und das Ganze eben fortdauernd machst und andauernd, dann legitimierst du dich für diesen Job, unter Anführungsstrichen, für diese, ja, für diesen Auftrag, für diese Mission, dass du anderen weiterhilfst. Und wenn du dir zuerst hilfst, dann und das eben weiterhin machst und auch mit dieser Einstellung ins Leben gehst, dass alles bei dir anfängt und was dir hilft, hilft meistens den anderen auch. Nicht eins zu eins, aber auf die gewisse Art und Weise kannst du das auch dann weitergeben. Und das ist definitiv die Rechtfertigung, dass du es auch das Ganze dann weitergeben darfst. Dann das zweite Teil von Wertschätzung ist das Thema Schätzung, also Schatz. Ist ein Schatz mit drin. Also du hast diesen Schatz entdeckt, du hast diese Gabe entdeckt, du hast in dir entdeckt, dass da was ist, eine Freude, ein Spaß, eine Herzenswärme, die dich erfrischt, die dich aufmuntert, die dich motiviert, Menschen zu helfen, Dinge zu ändern,
morgens aufzustehen und wieder ja, eine Erfüllung im Leben siehst, einen Sinn siehst, dann ist es genau das Richtige. Also ich sehe das auch als Berufung. Also auch du wirst angerufen irgendwie von dem höheren Sein, von Gott, von dem Universum, was auch immer, dass du eben etwas machen solltest, was dich freut, und was, wenn dich es etwas erfreut, dann sind die Chancen gut, dass es auch die anderen erfreut. Also diesen Schatz, wenn du den in dir entdeckt hast, dann ist die Frage, die du dir stellen kannst, was machst du damit, was du besitzt? Und es gibt da viele Beispiele. Also es gibt natürlich wiederum, was ich schon zum ersten Punkt gesagt habe, es gibt Diplome, es gibt Auszeichnungen, es gibt Zeugnisse von allen, von den vergangenen Leistungen, die du erbracht hast. Aber es gibt auch ja, unfassbare Dinge, Immaterielles, wie zum Beispiel deine Erfahrungen, deine Gefühle, deine Umgehensweise, deine Umgangsweise mit anderen, deine Talente, deine Geduld zum Beispiel, irgendwelche Tugenden, die du wirklich in dir trägst und die du denkst oder von denen du weißt, dass die ein Schatz sind und ein Schatz sein können für andere. Und daher ist es ganz wichtig, dass du eben diesen Schatz entdeckst und den dann auch mit den anderen teilst. Als dritter Punkt, jetzt kommt doch noch einer dazu, ist auch in Verbindung mit dem Schatz, ist der Mehrwert. Also was heißt Mehrwert? Du bedeutest Mehrwert für deine Mitmenschen, für deine Nächsten. Indem du, und jetzt gehen wir ein bisschen ins Marketing, indem du ein Bedürfnis deiner Mitmenschen befriedigst oder auf ein Bedürfnis antwortest, auf das sie warten, mit denen du helfen kannst. Und wiederum, du hilfst, dadurch, dass du dir geholfen hast, kannst du sicherlich auch anderen helfen. Und wenn du dabei Spaß auch noch hast und das Ganze eben so auf ehrliche Weise machst, und ehrlich heißt für mich, dass du Dinge tust, dass du Menschen hilfst, nicht nur des Geldes willen, sondern du würdest es auch ohne Geld machen oder ohne Entgelt, ohne Austausch. Aber du hast dir irgendwie zum Ziel gesetzt, dass du von dieser Hilfestellung, von diesem Mehrwert, den du anbietest, leben willst, dann ist es legitim auch für mich, damit du davon leben kannst und damit die anderen auch erst letztlich ins Tun kommen, dass du eine Wertschätzung, da sind wir wieder zurück beim letzten Punkt, dass du für deinen Mehrwert eine Wertschätzung von deinem Kunden erhältst. So, jetzt haben wir die Kurve gekriegt. Also wenn du helfen willst, wenn du wirklich ein guter Mensch bist, der seine Erfahrungen, sein Geleistetes, seine Leiden, seine Schmerzen, aber auch seine Freuden und seinen Spaß und was auch immer du in dir trägst, wenn du das an die Menschheit und an Menschen weitergeben willst, dann lass dir sagen, es ist möglich, dass du davon leben kannst. Es ist definitiv möglich, und das weißt du selbst sicherlich auch schon, dass du davon dein Leben um einiges glücklicher machst, dass du erfüllter bist, dass du einfach wieder Mensch bist. Dann sei nie entmutigt, gib nie auf, mach mal weiter, und wenn du Lust hast, dass wir uns darüber austauschen, wie wir eventuell zusammen was machen können oder wie ich dir auch helfen kann, dann siehst du hier unten im Video einen Link, wo du ein Gespräch mit mir buchen kannst. Mein Name ist Martin Zimmermann. Wenn du auf dem Weg bist, dich weiterzuentwickeln, dann helfe ich dir gerne. Wenn du noch keinen Erfolg hattest, wenn du noch unsicher bist, wie du an deine Ziele kommst, wenn du dich ab und zu noch entmutigen lässt, dann ja, melde dich einfach. Ich nehme mir gerne Zeit für dich und wir können gerne über dein Thema sprechen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.